So, hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Burg Drachenfels. Hieß das Ding, glaube ich, genau. Ja, wir stehen ja hier immer noch ganz plan und ratlos herum. Und wissen eigentlich gar nicht so recht, was zu tun war. Ich habe nochmal ins Video reingeschaut und da wurde uns ja der Hinweis gegeben, dass, also Mylin hat uns den Hinweis gegeben, dass wir bei einer Statue schauen sollen. Ne? Also wir kommen ja hier nirgendwo weiter. Zack, geht ja nicht. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Das ist übrigens auch, soweit ich mich erinnern kann, sind das die einzigsten Räumlichkeiten, wo ich hier tatsächlich eine Statue finde. Und deswegen vielleicht auch hier in den Nischen, weil drüben im anderen Gang stehen da nämlich Statuen. Aber hier tut sich leider nichts. Verdammt nochmal. Lassen Sie mich mal hier rein. Hier könnte man noch mal gucken. Aber da ist einfach nichts. Da ist einfach nichts, ne? Nichts zu finden. Vielleicht in den Nischen? Nein, da wird nichts sein. Das wäre schon sehr merkwürdig, wenn... Ja, ich weiß es halt nicht so genau, wie es weitergeht. Das ist jetzt das Blöde an der Sache, deswegen stuck ich hier so ein bisschen. Ich hoffe, wir kommen hier gleich mal weiter. Da sind auch überall Pfeile an diesen blöden Säulen dran, aber es tut sich einfach nichts. Gab es noch irgendwo Statuen? Ich glaube, es gab die Kanalisation, es gab die Bücherei. Es gab sonst keine Statuen. Es muss hier irgendwo sein. Ach, verdammt. Vielleicht hier diese... Ja, da ist aber auch nichts. Normalerweise wird es ja auch irgendeinen Hinweis noch geben, ne? Wobei, wir haben ja den Hinweis mit der Statue. Ach, ja. Aber ihr seht, hier sind überall keine Statuen, also hier dürfte es eigentlich nicht geben. Schau, hier sind Statuen. Och. Aber leider auch nicht. Ja, da unten sind auch nochmal Statuen. Aber das wird doch nicht hier in der Haupt... Ach, scheiße. Das wird doch nicht hier in der Halle sein, oder? Scheiße, jetzt sind hier auf einmal überall Statuen. Ja, aber hier ist es nicht. Hier ist es einfach nicht. Ich komme da auch nicht irgendwie hinter oder so, das geht nicht. Kann ich nichts machen. Blöd. Seht ihr hier diese roten Punkte schon wieder? Also irgendwie... Kann man nicht helfen, oder? Die sind hier überall. Ah, die sind hier überall. Vielleicht sollten wir noch mal schnell in die Bibliothek gehen. Da lagen noch irgendwie Bücher rum. Ach, scheiße. Weiß da einer, wie wir da noch mal schnell hinkommen, wo die war? Ich glaube hier, ne? Schnell vorbei. Schnell, 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 bevor der kommt. Oh, ich hoffe, ich laufe richtig. Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, Mann! Bitte lass es hier sein. Ah, ich glaube, hier kommt's. Ach, glaube, hier müssen wir lang. So, warte, warte, warte. Hier, so, zap, zap. Genau, so, hier war ein Buch.
versperrte Pfade begeht man mit besonderen Schuhen. Das kennen wir ja schon, das hilft uns nicht weiter. Aber hier. 6 Lichter erleuchten eine neue Straße, dafür erlöschen andere. Ach Scheiße, das hat mir jetzt auch nicht geholfen. Ah, das ist doch ein bisschen doof jetzt. Hier sind nirgendwo Statuen mehr. Was soll ich sagen? Wir brauchen irgendwie einen Raum mit Statuen. Hier ist überall nichts mehr. Probieren wir es nochmal hier unten, aber ich glaube, da ist auch keine Statue mehr hier. Mensch. Auch alles viel zu weit weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier jetzt irgendwo ein Mechanismus sein soll, der uns dann auf der anderen Seite weiterhilft. Hier ist auch nichts. Guckt euch das an. Hier gab es die Kiste mit dem Gold und mit der Heilknolle. Das brauchen wir nicht. Da geht es jetzt nur in den Kerker rein, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das bringt mir auch nichts. Verdammt nochmal. Was müssen wir tun? Und warum ruckelt das Bild schon wieder so? Das ist voll uncool. Vielleicht sollte ich einfach mal nachgucken. Ah, ich hasse Stacks. Warum müssen wir jetzt stacken? Ist doch scheiße. Irgendwas haben wir übersehen. Irgendwas check ich nicht. Oder irgendwie... Irgendwas stimmt halt nicht, ne? Ja, komm, erwisch mich. War das nicht hier? Ja, da ist er doch. So, zap, zap. Boah, das war aber knapp jetzt, ne? Das war sauknapp. So, 6 Lichter erleuchten einen Pfad. Das haben wir ja hier. Ich kann auch mal von ganz unten Anlauf nehmen, aber ich glaube, das hilft mir auch nichts. Das hilft nichts. Ja, wisst ihr was? Ich werde gleich mal nachschauen. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe keinen Plan. Komm schon. Wo geht es bitte weiter? Bitte, bitte, bitte. Kein Plan. Na gut, dann mache ich mal einen ganz klitzekleinen Cut und bin gleich wieder da. Und ich muss mal nachschauen, wie es weitergeht. Das dauert mir jetzt hier einfach zu lange. Ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht, ne? Natürlich möchte ich hier nochmal ganz klar betonen, dass ich nur nachgeschaut habe wegen euch Zuschauern, ne? Warum ich das jetzt so betone? Ich habe mal einen Let's Player gesehen, der hat beschissen in seinen Spielen, ne? Also wirklich ein bisschen beschissen. Und hat es dann immer damit begründet, dass das ja für die Zuschauer macht, ne? Ja, das wollte ich jetzt mal aufgreifen, ne? Ich habe jetzt auch beschissen. Nur für euch Zuschauer, damit ihr nicht so lange warten müsst, ne? So sieht es nämlich aus. Da darf man das nämlich, ne? Das ist überhaupt nicht verwerflich, ne? Da kann man gar nichts gegen sagen. Aber passt mal auf die Lösungsrätsel, wollte ich gerade sagen. Des Rätsels Lösung liegt in diesem Gang. Und zwar tatsächlich gegenüber einer Statue. Ich weiß gar nicht mehr, ob Mylin hinter oder gegenüber gesagt hat.
Da fällt nämlich auf, dass wir hier nur auf der rechten Seite eine Statue haben. Und wenn wir jetzt hier hingehen... Oh, tatsächlich. Was ist das? Sieht aus wie ein Schalter. Genau, das ist die Statue, von der Mylin sprach. Was soll ich machen? Drücke den Knopf. Mach schon, drück. Oh, tatsächlich, ey. Oh, ich bin doch da... Ich hab doch jede Wand abgesucht, oder nicht? Mal ehrlich. Scheiße. Wieso habe ich denn da nicht gedrückt? Das hätten wir auch allein finden können. Das war überhaupt nicht schwer. Mein Mist. Okay, da müssen wir wieder so machen. Zap, zap, okay. So. Wo sind wir jetzt? Da ist er. Oh, jetzt kommt bestimmt gleich Roy, oder? Hallo. Unglaublich. Dich an einem Platz wie diesen zu treffen. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Aber ich dachte sehr oft an dich. Ist das ein Traum? Hey. Boah, neue Musik. Hey, tut mir leid, Junge. Aber das ist nun mal mein Geschäft. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Stärke zu demonstrieren. Ich werde dein Gegner sein. Ark, befreie die Prinzessin aus dem Schloss. Was machst du? Beeilung! Oh, Vader hilft mir. Können wir die nochmal ansprechen? Geil. Schnell! Bring die Prinzessin an einen sicheren Ort. Schade. Unseren Wettkampf müssen wir wohl verschieben. Yeah, Roy gegen Frieda. Das würde ich mir gerne angucken, aber... Naja, schade. Oh, Mylin auch noch. Ark, hier entlang. Du kommst an den Wachen nicht vorbei. Ich kenne einen Geheimgang. Keine Angst. Ich lege dich nicht wieder herein. Warte, nicht so schnell. Ark, nicht hier lang. Ich komme, ich komme. Boah, wird nochmal richtig spannend hier. Schon beeindruckend, dass Mylin in diesem Kleid und wahrscheinlich mit Stöckelschuhen so schnell laufen kann, ne? Da vorne ist ein Kanalrohr. Ich hörte, wie Wong sagte, dass es nach draußen führte. Los jetzt, sonst erwischen sie uns noch. Keine Zeit. Ah, haben wir ja hier einige Wörter verschluckt, ne? Aber so ist das halt manchmal, ne? Oh, jetzt kommt der große Kampf. Wir kennen uns doch. Vielleicht aus Schloss Loire? Nein. Wir trafen uns bereits vorher schon einmal. Es ehrt mich, dass eine solche Schönheit sich an mich erinnert. Aber das Schwert passt nicht so recht zu dir. Leg es doch ab. Genug geredet. Zieh dein Schwert. Wenn die Prinzessin bedroht, bekommt es mit mir zu tun. Was zwingt dich dazu, andauernd dein Schwert zu schwingen? Das Mädchen ist keine Prinzessin mehr. Du hast nun keine Verpflichtung mehr. Einem Halunken wie dir werde ich das nicht auf die Nase binden. Ich habe jemanden zu beschützen. Ich kämpfe nur für sie. Jemanden zu beschützen. Geh, ich werde dich nicht aufhalten. Wie meinst du das? Ist es nicht dein Job, uns zu töten? Ich habe es mir anders überlegt. Das ist alles. Geh und beschütze deine Prinzessin so gut du kannst. Ach, guck mal, da lässt der Roy wieder einfach gehen. Ich hätte gedacht, da kommt es jetzt zum großen Showdown zwischen den beiden. Ark, ich werde auf Frieda warten. Frieda war immer für mich da. Ich kann sie nicht zurücklassen. Oh, jetzt mach doch mal keinen Scheiß. Geh voraus, ich werde dir mit Frieda folgen. Ich kann dich doch jetzt nicht hier alleine lassen. Ah, oder es geht jetzt in den Bosskampf. Das wird sein, ha? Gucken wir mal rein. Tut mir leid, Ark. Ich will dich nicht länger aufhalten. Ich muss noch viele Dinge erledigen. Ah, war um Himmels Willen, nein! Wenn Beruga das in Devota erfährt, wird er stinksauer. Roy, fange Melina und erledige sie. So schnell du kannst. Hinter allem steckt Beruga.
Jetzt kennen wir seinen Namen. Was sagst du? Verschwinde oder es gibt Ärger? Wong, das konntest du nicht wissen. Für das Projekt Vorbereitung starben viele Menschen. Unter ihnen meine besten Freunde. Was redest du da? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. König Olaf ist lange tot. Es gibt nur dich und diesen Beruga, den du erwähntest. Nein, nicht so hastig. So wie es aussieht, schlägt sich Roy auch langsam auf unsere Seite, ne? Das finde ich ja nett. Geil, da haben wir hier schon zwei Ritter auf unserer Seite. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Warte! Sie schufen einen Doppelgänger von Ark. Hey, wo ist die Prinzessin? Was willst du? Du hast sie nicht gesehen? Nein, ich nicht. Ich dachte, sie sei bei dir, Ark. Was? Das Schloss bebt? Bist du wirklich in Ordnung? Nicht tot? Ark wird nicht so einfach sterben. Boah, Ark, alles okay? Bist du unverletzt? Das Schloss bebte und wir wurden durchs Rohr hinausgespült. Hey Kumpel, alles klar? Gott sei Dank. Man sagte, der Metallpreis in der Stadt sei wieder gesunken. Ich muss Will helfen. Es gibt viel zu tun. Komm doch mit zu ihm. Er hat wirklich abgefahrene Pläne. Entschuldige, ich beging einen großen Fehler. Ark, du hast immer zu mir gehalten. Du bist mein Retter. Ich bin ja schon zufrieden damit, dass du mich nicht hasst. Hey, ich gehe zurück zu Großvater, nach Larsa. Hey Ark, besuch mich mal wieder. Nun bist du auf dich selbst gestellt. Was stieß der Prinzessin und ihrer Begleitung zu? Oh ja, die Metallpreise sinken, wir sollten nach Seeheim gehen. Der Flugzeugträger Fuzzi müsste eigentlich wieder fröhlich an der Arbeit sein. Ach, der Flugzeug Fuzzi. Flugzeugträger Fuzzi? Hä? Egal, vergessen wir ganz schnell wieder, ne? Ich weiß, ich habe heute irgendwie den Sachsen nicht so drauf, ne? Der arme Fluffy. Der hört sich voll scheiße an gerade, aber egal. Da müssen wir jetzt durch. So, dann werden wir hier mal noch schnell das Land ein bisschen ablaufen. Weil so wie es scheint, sind wir hier fertig in Westchina. Und wir sollten mal zurück nach Seeheim gehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann reisen wir mal zurück. So, warte, hier, so. Nehmen wir die lange oder die kurze Route? Nehmen wir die... Ach komm, wir nehmen die Südroute wieder. Ich glaube, die ist ein bisschen kürzer. Ja... Interessant. Mylin ist also wieder zur Besinnung gekommen. Sie hat uns sogar geholfen, indem sie einen Doppelgänger von uns geschaffen hat und somit die anderen abgelenkt hat, die uns im Schloss noch gesucht haben. Roy hat sich scheinbar auch auf unsere Seite gestellt oder er vielleicht war er auch von Anfang an ein Spion. Das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen. Auf jeden Fall scheint er auch auf unserer Seite zu stehen und jetzt für unsere Ziele zu kämpfen. Und zumindest hat er ja auch gar nicht gegen Feder gekämpft, die ja auch im Grunde für unsere Sache kämpft, auch wenn sie vordergründig Melina beschützen will, die ja aber auch irgendwie mit in diese ganze Sache verstrickt ist. Also es ist schon ganz schön kompliziert geworden. Schauen wir mal. Ich glaube, das... War das Seeheim? Nee, ich glaube, das war Liberita, ne?
Dann mischen wir hier nochmal schnell raus. Nee, da wollte ich gar nicht rein. So. Dann gehen wir mal hier. Das müsste Seeheim sein, ne? Sehr gut. So, dann war doch der Will, der war hier drüben, richtig? Jawohl. So, Metallpreis ist gesunken. Hurra! Hollerö, endlich! Ah, mein Flugzeug ist fertig! Ich habe neues Metall aufgetan! Mein Traum wurde Wirklichkeit! Arg, es gehört dir! Drücke A, um zu starten. Im Flug drücke L für einen Tiefflug und R, um höher zu fliegen. Mit Y beschleunigst du. Um zu landen, musst du tief fliegen und auf A drücken. Geil, wie fliege ich? Wie geht denn das? Ich will fliegen. Oh, ich will fliegen. Wie geht denn das? Ja, wie fliege ich denn? Oh Mann. Jetzt macht er mich hier ganz geil drauf und ich weiß gar nicht, wie es geht. Ah, hier vielleicht hinterm Haus, oder? Warte, warte. Well, wo steht dein Flugzeug? Wo hast du es hingestellt? Wills Flugzeug ist fertig und es fliegt sogar. Er wollte Perry und alle Leute aus Moronia mitnehmen. Was ist das? Sieht wie ein Tagebuch aus. Mal sehen. Was ist es denn? Ich check's nicht. Ich würde ja schon gern fliegen, aber wie und wo? Ah. Ah. Boah, ist das geil, oder was? Alter, wie schnell das ist. Wo fliegen wir jetzt hin? Weiß keiner so genau, oder? Boah. Südpol. Alter, wie schnell wir sind. Oh, da ist sogar eine Landebahn. Warte mal, wollen wir da mal hin? Alter Schwede, warte mal, ich muss mal ein bisschen abbremsen wieder. So. Das machen wir jetzt ordentlich, oder? Wir kreisen nochmal eine Runde. Oh nein, wir müssen wieder abbremsen. So. Landebahn gesichtet. So, gehen so langsam in den Sinkflug. Oh, Berge, oh mein Gott, da waren wir fast zu tief. Hätte fast einen Crash gegeben, egal. So, und jetzt geht's los. Jetzt. Oh, noch ein bisschen schräg, Seitenwende und oh, ja, naja. Ach so, das macht er auch so. Naja, gut. Ah, schon geil, oder? Wenn man überlegt, wie wir angefangen haben, da gab's noch nicht mal eine Blume auf dem Erdball hier und jetzt fliegen wir schon mit Flugzeugen durch die Gegend. Ah, ich find's super. Ich find's richtig klasse. Fällt mir. Wir müssen nur irgendwie aufpassen, dass wir die Städte dann langsam entwickeln. Weil ich glaube, wir nähern uns so langsam, so ganz langsam dem Ende. Wo sind wir denn hier? Das könnte so Russland schon sein, ne? Könnte Russland sein, ne? Ist das vielleicht Moskau hier? Was sind denn das für zwielichtige Gestalten hier?
Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Er wird ein vollkommenes Paradies erschaffen. Okay. Dies sind die weißen Jünger. Sie unterstehen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen, um Beruga zu dienen. Wenn ich groß bin, möchte auch ich einer der weißen Jünger werden. Oje, 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 was ist denn hier los? Das erinnert mich auch so ein bisschen an eine Epoche in der deutschen Geschichte. Ne? Na komm, rede mit mir. Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Er wird ein vollkommenes Paradies erschaffen. Schön für dich. Willst du Berugas Segen? Okay. Begib dich in das Hinterzimmer. Ein Jünger wird dich unterweisen. Ist das da Beruga? Sieht schon ein bisschen gruselig aus hier, dein Chef. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Die Welt leidet unter Korruption. Beruga erlöst sie. Zusammen mit Beruga wird die Welt erwachen. Setz dich und lausche Berugas Lehre. Die Sünder werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Gelobt sei Beruga, unser Meister. Das Bild an der Wand zeigt Beruga. Beruga wartet im Labor auf dem See. Es liegt im Süden. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Okay. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst, Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne, neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf. In der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Ja. Ich verdrück mich hier mal ganz langsam und hoffe, dass mich keiner gesehen hat. Also das ist irgendwie nix für mich. Das ist Beruga, oder was? Das ist Gordon Freemans Vater. Nein, oh Gott, jetzt wird's aber ganz schräg. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Wahnsinn. Wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Er wird alle Qual verbannen. Selbst den Tod wird er bezwingen. Eieieiei. Also das ist ja ganz komisch hier. Ihr macht da mit. Beruga ist in seinem Labor, um sich vorzubereiten. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er auferstehen und uns erlösen.
Ich fürchte den Tod nicht. Ich vertraue den Worten Berugas. Beruga kündigte eine Zeit an, in der der Tod keine Macht mehr hat. Denkt da keiner drüber nach, was passiert, wenn... Was passiert mit der Erde, wenn keiner mehr stirbt, oder? Ich meine, was ist da los? Sind die alle dumm? Muss doch irgendeiner bedacht haben. Ah ja, den klauen wir schnell, oder? Schnell raus hier, bevor es einer mitbekommt. Ah. Nicht, dass wir hier noch in irgendwelche seltsamen Lager gebracht werden. Der Schuppenmantel wird dich stärken, Holrö. Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Dreimal die 6 ist... Das ist voll uncool. Alter, das ist viel zu teuer für einmal mehr. Wahrscheinlich finde ich die dann irgendwo. Nee, die will ich nicht haben. Nicht für 6660. Das ist ja ganz merkwürdig. Du kannst bleiben, wenn du möchtest. Das kostet 50 Taler. Okay. Ja. Ich glaube, mit diesem merkwürdigen Ende lassen wir den Part heute mal ausklingen. Und dann sind wir nämlich ganz, ganz gespannt, was im nächsten Part passiert. Na, auf jeden Fall ist das schon ziemlich strange hier. Hat alles so eine... ja, es wirkt so sektenartig, so ganz komisch, auch total verrückt. Die Leute hier in dieser Region scheinen da auch irgendwie alle mitzumachen und überzeugt zu sein von diesen Machenschaften. Ich finde das alles ziemlich grausam hier. Endlos Leben. Natürlich ist das an und für sich eine schöne Vorstellung, aber... Was passiert, wenn alle Menschen nicht mehr sterben würden? Wisst ihr, was ich meine? Also ganz, ganz, ganz komisch. Zumal dieser Beruga doch diese Unsterblichkeit dann eh nur für sich selbst nutzen würde, um seine Macht zu erhalten. Ja, der Beruga wäre ja schön blöd, wenn er dann auf einmal alle unsterblich machen würde, dann wäre er ja wieder nicht der Mächtigste und er könnte von seiner Macht entrissen werden. Also von daher, die Leute müssen nochmal nachdenken. Ey. Die müssen nochmal nachdenken. Die können doch nicht da einfach so blind mitsteuern, als ob die da jetzt alle... unsterblich werden, wenn der da irgendwie einen Weg findet, ne? Er macht sich selbst unsterblich und dann sagt er, ach, hör ab, du Wichser, kriegst du nicht. Ich bin jetzt mächtiger wie du, sagt er denn, ne? Naja, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Schreibt mir doch ein nettes Kommentar. Nee, Moment, erst müssen wir schlafen, ne? Haben wir schon geschlafen? Habe ich schon geschlafen? Scheiße. Ja, ich habe schon geschlafen. Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht, dass ich es wieder vergessen habe. So, wir speichern hier ab und beenden damit auch den Part. Machen wir hier. Nähern uns den 15 Stunden. Also, das ist echt, echt cool. Ich meine, wir haben ja nun wirklich nicht so viel getrödelt, ne? Naja, damals die Spiele, die hatten noch richtig Spielzeit. Aber gut, das hatten wir ja im letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Part auch schon mal erwähnt. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und schreibt mir doch bitte einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Bye bye. Euer Längster.